Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem obersten Befehlshaber der Wehrmacht, unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen. Dieser Fahneneid, auf den obersten Befehlshaber der Wehrmacht Adolf Hitler geschworen, band alle deutschen Soldaten während des Zweiten Weltkrieges an die Erfüllung ihrer soldatischen Pflicht. Der clevere Schachzug, im Text des Fahneneides den Namen des Führers einzusetzen, vereidigte die Soldaten der Wehrmacht direkt auf die Person Adolf Hitlers. Hätte zum Beispiel der Attentatsversuch am 20. Juli 1944 zum Erfolg geführt, wäre die Befehlsgewalt über die Wehrmachtsteile nicht automatisch auf ein neues Staatsoberhaupt übergegangen. Vielmehr wären alle Soldaten zunächst ihres soldatischen Eides entbunden gewesen. Diese gut durchdachte Maßnahme sollte wohl auch diesem Zweck dienlich sein und die Möglichkeit der Übernahme der Militärgewalt durch dritte Personen verhindern. Sämtliche Wehrmachtsangehörige waren demnach, aus rein rechtlichen Gesichtspunkten, Adolf Hitler direkt unterstellt und wären, hätten sie sich nicht an ihren Fahneneid gehalten, eidbrüchig geworden. Und nun ein Blick nach dem Westen. Das deutsche Volk fühlt sich sicher im Schutze des Westwalls. Wie der Heeresbericht meldete, ist auch hier der erste Abschnitt der Kampfhandlungen als abgeschlossen zu betrachten. Nachdem die Franzosen über die Grenze zurückgeworfen sind, ist hier nur ganz geringe Gefechtstätigkeit festzustellen. Dennoch Soldaten scharfe Wacht. Schussbereit stehen Geschütze und Maschinengewehre in den Bunkern. Weit vor der eigentlichen Befestigungslinie stehen unsere Vorposten. Lautsprecher werden in Stellung gebracht, mit denen für die französischen Soldaten Musikstücke, unterbrochen von Nachrichten und Mitteilungen in ihrer Muttersprache, übertragen werden. Die Musik aus den deutschen Lautsprechern lockt die Franzosen aus ihren Bunkern. Unsere Soldaten machen sich in ihrer Freizeit bei der Bevölkerung nützlich. Bei der Weinlese und Ernte helfen sie gerne mit. Der Meldehund, der sich schon im Weltkriege als ein zuverlässiger Kamerad und treuer Freund des Frontsoldaten bewährte, hat bereits im Polenfeldzug seine neue Feuertaufe erhalten. Die vierbeinigen Rekruten bei ihren ersten Übungen. Trotz Funk und Telegraph spielt auch die Brieftaube wieder eine große Rolle in der Nachrichtenübermittlung zwischen den einzelnen Truppenverbänden. Von der Heeresbrieftaubenanstalt geht es nach Wochen der Übung zur Taubenstation hinter der Front. Ein Meldehund bringt die Tauben in die vorderen Linien. Musik.
Norden Norwegens. Ständig treffen immer neue Lebensmitteltransporte für unsere Soldaten ein. Es gilt, vor allem vitaminhaltige Früchte und Gemüse für den langen Winter einzulagern. In Orten des hohen Nordens haben sich unsere Soldaten sehr schnell eingelebt. Auch Melken will gelernt sein. Die kleinen 10 Pferde unserer Gebirgsjäger sind das Ergebnis langwieriger Zuchtversuche. In Oslo fand in diesen Tagen eine Vereidigung neu eingerückter deutscher Rekruten statt. In dieser Feierstunde wurden verdiente Norwegenkämpfer mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Am Fuße des Eiffelturmes die Deutsche Frontzeitung. Sie wird von der deutschen Propagandakompanie in dem Betrieb des Paris Soir hergestellt. Beim Umbruch. Ein Bürstenabzug für letzte Korrekturen. Die Westfront kann erscheinen. Auch im besetzten Gebiet haben unsere Soldaten genau wie in ihren Heimatstandorten ihren täglichen Dienstplan zu erfüllen. Hier eine Reinigungsstunde. Flaksicherung gegen Tiefangriffe an der Küste. Auch in der Freizeit wird der Körper gestählt. Der Kampf war hart. Die Sowjets wichen nur Schritt um Schritt zurück. Kurze Ruhepause, ihr Vormarsch und Kampf weitergehen. Thank you.
Braut aus Sand gebaut. Nach einer bestimmten Anzahl von Flugstunden werden die Motoren der Kampf- und Jagdflugzeuge überholt. Jede Staffel hat ihren vierbeinigen Liebling. Bedingt durch die großen und schnellen Erfolge der Wehrmacht in Polen, Norwegen, Dänemark und während des Westfeldzuges spiegelte sich die positive Stimmung der damaligen Zeit in den Wochenschauen wider. Noch hatte das Kriegsgeschehen nicht die Dimensionen eines Weltbrandes erreicht. Die Kriegswochenschau, immer bemüht, das Landserleben mit einem gehörigen Schuss Abenteuerromantik darzustellen, förderte damit die Fehleinschätzung des Soldatenlebens, vor allem bei jüngeren Menschen in der Heimat. Die Anwesenheit der PK-Männer mit der Filmkamera bei den Lanzern hatte sicherlich das schauspielerische Moment vieler Soldaten ungemein gefördert. Bei so mancher tatsächlich originellen Begebenheit wurde ohne Zweifel zur Verstärkung der Pointe von den Darstellern etwas nachgeholfen. Mit diesem Verhalten spielten die Lanzer, sicherlich ohne es zu wollen, der Propagandamaschinerie in die Hände. Die Verklärungen des Soldatenlebens im Fronteinsatz, vor allem während der ersten Kriegsjahre, sind zu einem großen Teil hierauf zurückzuführen. Der Verlust eines treuen Kameraden im Felde, die schweren Kämpfe, der ohrenbetäubende Donner der Geschütze, die durch die Reihen der Infanteristen preschenden Panzer. All das fand in den Wochenschauen ohne glorifizierenden Charakter keinen Platz. Verallgemeinerungen und pauschale Verurteilungen jedoch trüben den Blick für das Wesentliche und erschweren die notwendige Differenzierung zwischen Täter und Opfer. Die Lanzer aller Armeen jedenfalls mussten marschieren, wenn der Befehl dazu kam. Diskussionen über Sinn oder Unsinn einer Aktion wurden mit ihnen nicht geführt. Über verwahrloste Sowjetstraßen, die durch Schnee und Regenfälle völlig verschlammt sind, muss der Nachschub nach vorn gebracht werden. Die Strapazen, die unsere Truppen hier zu überstehen haben, sind unbeschreiblich. In dem knietiefen Morast geht es nur schrittweise vorwärts. Alles ist verdreckt und verschmiert. Und doch werden die befohlenen Tagesziele pünktlich erreicht. Unsere Soldaten vollbringen hier unvorstellbare Leistungen. Das Lagerfeuer kommt wieder zu Ehren. Frisches Eiswasser. Selbst hier, nicht weit vor der sowjetischen Hauptstadt, sind auch die Straßen erster Ordnung in einem unbeschreiblichen Zustand. Gefangene müssen mithelfen, die Fahrbahnen notdürftig instand zu halten. Immer wieder gibt es neuen Aufenthalt. In diesem Lehm und Dreck droht alles stecken zu bleiben. Thank you.
Front wartet auf Munition und Verpflegung. Es muss geschafft werden und es wird geschafft. Unter schwersten Strapazen wird das Material nach vorn gebracht. Der Transport jeder Granate, jeden Geschosses kostet viel Schweiß und Mühe. Die Soldaten des Nachschubs vollbringen hier einzigartige Leistungen. Durch metertiefen Schlamm, durch die Sümpfe der Wolchow-Niederung müssen sich unsere Soldaten einen Weg bahnen. Hier hat die kämpfende Truppe in den Eis- und Schneestürmen des vergangenen Winters Übermenschliches geleistet. Ersatz und Nachschub wird auf einer Feldbahn in die vorderen Stellungen gebracht. In diesen Morästen bauten Pioniere zahllose Brücken und Knüppeldämme, ohne die eine Versorgung der Truppe mit dem Notwendigsten überhaupt unmöglich gewesen wäre. Ein Stützpunkt vor der Hauptkampflinie. Der Kriegswinter 1941-42 an der Ostfront, für den das deutsche Ostheer nicht ausgerüstet war, offenbarte in erschreckender Weise die mangelhafte Winterausrüstung der Lanzer. Die in der leichtfertigen Hoffnung auf einen schnellen militärischen Erfolg im Osten eingesetzten Heeresverbände wurden in verantwortungsloser Weise den katastrophalen Winterbedingungen in den Weiten Russlands ausgesetzt. Schwere körperliche Schäden waren der Preis, den die in der Sowjetunion kämpfenden Lanzer hierfür zu zahlen hatten. Da das Deutsche Reich für einen langanhaltenden Feldzug dieser Größenordnung nicht gerüstet war, traten alsbald erhebliche Engpässe in der Truppenversorgung ein. In der Heimat wurden nun sogenannte Volksspenden wie Kriegswinterhilfswerk und andere Sammelaktionen organisiert und verwertbares Material eingesammelt und an die Front geschafft. Die Kriegswochenschau berichtete über diese Aktionen und erweckte den Eindruck, die Ausrüstungsengpässe wären damit überwunden. Tatsächlich reichten die Spenden und fabrikmäßigen Fertigungen trotz durchaus beachtlicher Mengen nicht annähernd aus, um die Defizite zu decken. Der materielle Bedarf der Front war durch die unzureichende Ausrüstung entsprechend groß. Die Propaganda der Kriegswochenschau verstand es auch hier, den tatsächlichen Stand der Lage zu verschleiern und glorifizierte in gewohnter Weise. Hier werden Schneeanzüge für unsere Soldaten an der Ostfront zugeschnitten. Die Näharbeit hat die NS-Frauenschaft übernommen. In über der Hälfte der rund 50.000 Nähstuben, die über alle Gaue des Reiches verteilt sind, entstehen in diesen Tagen Millionen von Tarnanzügen, die für den Kampf im Schnee unentbehrlich sind. Erste Anprobe. Musik
fertiggestellten Anzüge werden sofort an die Front geschickt. Der letzte Tag der Woll-, Pelz- und Wintersachensammlung. Das inzwischen bekannt gegebene Endergebnis dieser gewaltigen Aktion beträgt 67.232.686 Stück Wintersachen aller Art. Diese Zahl ist der Ausdruck einer wahrhaft stolzen und bewundernswerten Gemeinschaftsleistung, an der sich das ganze deutsche Volk mit spontaner Gebefreudigkeit und Einsatzbereitschaft beteiligt hat. In den Annahmestellen und Nähstuben der Partei herrscht auch nach Abschluss der Sammlung noch Hochbetrieb. Es gilt, viele Millionen von Spenden zu überprüfen, zu sortieren und einen großen Teil von ihnen zweckentsprechend zu verarbeiten. Über 2 Millionen Helfer und Helferinnen stellten sich freiwillig in den Dienst dieser großen Sache. In Massentransporten geht es zu den Verladebahnhöfen. Insgesamt wurden bereits in der ersten Woche nach Abschluss der Sammlung 4003 Waggons mit Woll- und Feldsachen aller Art auf den Weg zur Front gebracht. Mit dieser Sammlung hat das deutsche Volk aufs Neue seine Entschlossenheit zum Kampf bis zum Endsieg bewiesen. Auf den Bahnhöfen kurz hinter den vorderen Linien übernehmen Fahrzeuge und Schlitten den Weitertransport des Nachschubgutes. Lösung für die vorderste Front. Ein kurzer Halt. Bei 40 Grad Kälte springt der Motor nur schwer an. Erst mit vereinten Kräften geht es wieder vorwärts. Im Kriegsjahr 1942 erreichte das Deutsche Reich seine weiteste militärische Ausdehnung. Vom Nordkap bis nach Afrika, von den Steppen Asiens bis zur Küste der USA standen die deutschen Soldaten am Feind. Unter den unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen hatte der deutsche Lanzer seinen Dienst zu verrichten. Die Überdehnung der deutschen Fronten erschwerte durch die Zunahme der Entfernungen die ohnehin bestehenden Nachschubprobleme dramatisch. Durch Feindeinwirkungen gingen häufig mehr als 90% der Transportgüter auf dem Transportweg an die Frontabschnitte verloren. Für die Lanzer bedeutete dies oft schwerwiegende Mangelerscheinungen in allen Bereichen. Der Kampf musste oft mit improvisierten Mitteln gegen einen drückend überlegenen Gegner geführt werden. So gerieten dann auch die deutschen Truppen bis Ende des Jahres 1942 an allen Fronten allmählich in die Defensive. Die durch die Materiallage bestimmte notwendige operative Freiheit war verloren gegangen und konnte bis Kriegsende nicht mehr zurückgewonnen werden.
Deutsche Soldaten standen 1941 in Afrika und verließen es 1943. Der gigantische Ostfeldzug endete in einem Fiasko. Das 1941-42 eroberte Terrain ging bis 1945 nicht nur vollständig verloren, Ost- und Mitteldeutschland kamen unter sowjetische Herrschaft. Die gewaltigen Anstrengungen der deutschen Luftwaffe und die Erfolge der Kriegsmarine, geboren aus der persönlichen Leistung Einzelner, brachte nichts ein. Am Ende stand die größte Katastrophe des deutschen Volkes seit seinem Bestehen in der Geschichte. An der Kaukasusfront. Im Elbrus-Gebiet. Ein Lager unserer Gebirgsjäger am Fuß der gewaltigen Gletscherwelt. Eine Tragtierkolonne wird marschfertig gemacht. Über Geröllfelder und Gletscher geht es zu den Stellungen. Jede Patrone, jedes Stück Brot muss hier in tagelangen Märschen und schwierigsten Aufstiegen hinaufgebracht werden. Eine Abteilung unserer Gebirgsartillerie. Eine Feuerstellung in über 4000 Meter Höhe. Diese Soldaten haben innerhalb weniger Wochen alle landschaftlichen und klimatischen Zonen von der russischen Steppe bis zum eisbedeckten 5000er kämpfend durchschritten. In steilem Aufstieg geht es immer höher hinauf. Ein MG-Nest unterhalb des Elbrus-Gipfels in 4.500 Meter Höhe. Von hier aus beherrschen unsere Gebirgsjäger eine Reihe von Tälern und wichtigen Pässen. In einem italienischen Hafen übernehmen Frachter Nachschub für unsere Truppen in Nordafrika. Güterwagen für die Wüstenbahn. Eine Diesellokomotive. Einheiten der deutschen und italienischen Kriegsmarine sichern die Transporter gegen feindliche Angriffe. Britische Kampfflugzeuge. Mit Bomben und Bordwaffen greifen sie den Geleitzug an. Ein abgeschossener Brite. Mit hoher Fahrt geht es weiter der afrikanischen Küste zu. Ein italienisches Flugboot. Begegnung mit einem italienischen Lazarettschiff. Das Ziel ist erreicht. Spezialfahrzeuge bringen die Schiffsladungen an Land.
die Diesellokomotive. Auf einem fahrbaren Schienengestell wird sie unmittelbar zur Ausgangsstation der Küstenbahn gebracht. Mit Hilfe dieser modernen technischen Einrichtung kann die Lokomotive schon wenige Stunden nach ihrer Landung in Betrieb genommen werden. Ein Güterzug für die El Alamein Front wird zusammengestellt. Die Konkurrenz wird angestaunt. Auf der ägyptischen Küstenbahn rollt der erste deutsche Güterzug nach dem Osten. Auf den letzten Kilometern des Nachschubweges werden wieder Lastkraftwagen eingesetzt. Das Proviantamt einer Division in der Wüste. Bohnenkaffee. Brot muss besonders sorgfältig gelagert werden. Trinkwasser. Am mittleren Frontabschnitt im Raum der großen Abwehrschlacht. Der erste Schnee ist gefallen. Panzerjäger, die in Reserve liegen, versehen ihre Fahrzeuge mit Tarnanstrich. Vorsicht, zerbrechlich. Über Nacht hat es scharfen Frost gegeben. Die Schlamm- und Matschperiode ist vorbei. Die Soldaten des Nachschubs wissen trotz des Schnees die Härte des festgefrorenen Bodens zu schätzen. Heiße Nudelsuppe für einen vorgeschobenen Stützpunkt. Für den Bunkerofen. Die Truppe ist jede Sekunde einsatzbereit. Ein fieseler Storch überbringt den Befehl an einen motorisierten Verband, der in Bereitstellung liegt. Ein von den Bolschewisten besetzter Stützpunkt zwischen den Hauptkampflinien soll genommen werden. Die katastrophalen militärischen Fehleinschätzungen des Jahres 1944 verursachten den Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte. Die deutschen Lanzer mussten nun nicht mehr nach Osten vormarschieren, sondern nach Westen rennen, wollten sie dem manchmal 20-fach und mehr überlegenen nachdringenden Sowjets entkommen. Die Lanzer, über deren Kopf einfach hinweg entschieden worden war, deren Verwendungszweck bestimmt wurde, sie mussten nun für die Dummheit und Arroganz einer unfähig gewordenen Führung millionenfach mit dem Leben bezahlen. Die letzten deutschen Truppen verlassen Finnland. Norwegen ist erreicht. Begegnung mit Lappen. Musik.
deutsche Flakstellung in einem Norwegenfjord. Seeaufklärer vor dem Start. Bei unseren Soldaten im Osten. Heute ist Sonnenwendfest. Es gibt Kartoffelknödel. 500 Stück braucht die Kompanie. Da muss alles mithelfen. Eine merkwürdige Angelegenheit. Hier des Rätsels Lösung. Alles macht sich fein. Der Sommer soll mit Pauken und Trompeten empfangen werden. Sogar ein richtiges Klavier ist hergezaubert worden. Auf geht's! Von weit und breit sind Gäste herbeigeströmt. Den Lukas. Das lockende Ziel. In den Jabo-Angriff. Immer das alte Lied, kurze Sprünge, Deckung, abwarten und wieder hoch bis zum nächsten Loch. In ihren Gräben warten die Männer auf den anstürmenden Feind oder den Befehl zum Gegenstoß. Von Flammenwerferpanzern bereinigen Grenadiere eine Einbruchstelle. Ein Schiff mit verwundeten deutschen Soldaten und Sanitätspersonal an Bord läuft in Stettin ein. Die Soldaten kehren im Austausch mit britischen Verwundeten aus der Kriegsgefangenschaft in die Heimat zurück. Die Bevölkerung bereitet ihnen einen ergreifenden Empfang. In einem französischen Hafen ein. Die Freude der zurückkehrenden deutschen Soldaten ist grenzenlos. Gleich 15.30 Uhr.
Das 50. Wunschkonzert beginnt. Liebe Hörer in der Heimat, liebe Freunde jenseits der Grenzen, liebe Soldaten, bevor nun unser 50. beginnt, lasst euch ganz kurz noch ein paar Worte sagen. Uns schreiben Tausende in all den Tagen, dass sie mit uns so weit zufrieden sind. Wir sind geradezu beschämt deswegen, weil wir ja nichts als unsere Pflicht hier tun und können euch als Antwort nur verraten, wir werden weiter alle Kräfte regen und niemals auf die faule Haut uns legen in unserem Wunschkonzert für euch, Soldaten. Blind muss der Adebar sich regen, groß war wie stets der Kindersegen. 7.708 Väter an der Front vernahmen im Wunschkonzert sozusagen den ersten Schrei ihres Kindes oder auch ihrer Kinder, denn es waren 637 Mal Zwillinge und 18 Mal Drillinge dabei. Meine Damen und Herren, ich bin romantisch und ich schwärme so für die Natur. Und ich gehe Rasengär spazieren, gerade im Frühling über Wald und Flur. Oh, meine Damen und Herren, seien Sie mal ehrlich, Ihnen wird es so wie mir ergehen. Und Sie brauchen sich auch nicht zu schämen, denn romantisch sein ist schön. Los, wieder eine Nacht. Gute Nacht, auf Wiederhören, wenn wir beim anderen Male wiederkehren. Auf Wiedersehen, sagt das Vaterland. Gilt sie mir.